So, liebe Leute, da sind wir zurück bei Division. Hier waren wir stehen geblieben in der letzten Folge. Wir müssen das Dach säubern. Haben hier gerade unsere Ärztin gerettet. Habt ihr in der letzten Folge gesehen und jetzt geht's weiter. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir haben mal unser Schild hier im Anschlag. Das ist cool gemacht, wie sich da alles drin spiegelt, ne? Aber ich glaube, so kommen wir hier nicht voran. Aber es dauert eine Weile, bis das Schild dann wieder aufgeladen ist. Deswegen würde ich es jetzt doch mal gern behalten. Wo muss ich denn hin? Darüber. Okay. Ja, ohne Schild wären wir jetzt definitiv schneller unterwegs. Ah, ich kann trotzdem rennen. Sehr schön. Und wenn ich anhalte, ist mein Schild wieder da. Haha, okay. Cool. So. Alpha Eskorte, wir haben einen Agenten auf dem Dach. Hat Kendall es zu Ihnen geschafft? Bestätigt. Sie und Ihr Stab sind gerade eingetroffen. Sobald das Dach feindfrei ist, bringen wir Sie in Sicherheit. Natürlich. Ich mach das, Jungs. Ich mach das. Ist doch kein Ding. Ja, ist halt eigentlich im Prinzip auch für den Arsch, ne? Weil ich halt so gar nichts treffe. Ah, okay, die Kugeln prallen aber ab. Oh, 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 gefährlich, gefährlich, gefährlich. Ja, komm. Warum kann ich denn nicht schießen? Alter, was geht denn ab? Okay, suboptimal mit dem Schild, würde ich sagen. Ich nehme mich einfach mal hier ab. Mach doch was, schieß doch. Boah. Verdammt, Hacke. Ich hab's gewusst, dass ich draufgehe. Sorry, meine Lieben. Voll der Noob, ey. Naja, also der beste High-Pro-Gamer bin ich auch nicht. Also nur, dass ihr Bescheid wisst. Ihr habt sicherlich auch schon gesehen. Wir zocken hier aus Spaß an der Freude und nicht, weil wir hier in einem Zug alles gleich schaffen wollen. Okay. Jetzt ein bisschen Konzentration und dann wird das. Kriegen wir die? Ja, die kriegen wir. Scheißgranaten, ey. Die gehen mir hier echt auf die Blütze. Dann machen wir zuerst Blatt hier. Du Opfer! So, den kriegen wir auch noch. Ja, war ja klar. Okay, wir gehen mal darüber. Boah, Alter, was geht denn jetzt? Also aus der Deckung rausschießen ist schon auch geil, ne? Ich finde es so ein bisschen schade, dass man hier nicht umstellen kann zwischen Einzelfeuer und... Weitere Feinde im Anmarsch.
Alter, geht das jetzt die ganze Zeit so, oder muss ich den Typen da oben jetzt wirklich erst platt machen? Das ist ja richtig übel, ey. Alter, wir haben ja gar keine Munition da drin. Das ist ja ätzend. Hat der denn eine Granate? Ach nee, der lädt nach. Okay. Wie er einfach mal so gar nichts trifft, der Kalle. So, was ist mit dir, Typ, jetzt da? Keine Munition mehr, ich werd verrückt. Alter, ich habe ja gar keine Munition mehr. Was soll denn der Scheiß? Alter, was ist das für ein Typ, ey? Alter, der macht mich... Was geht denn ab? Boah, das habe ich immer richtig schön versemmelt, ey. Der hat ein leichtes Maschinengewehr, okay? Wow. Okay, aus der Deckung schießt ist nicht so prickelnd, besonders wenn man auf seine Munition nicht achtet. Ah, High-End, okay. Qualität der Ausstattung High-End. Okay, da müssen wir jetzt echt ein bisschen sparen hier, munitionstechnisch. Ah, und hier ist eine Munitionskiste. Na, das hätten wir ja auch mal einer sagen können. In Ordnung. Also, bitte noch einmal. So, wo waren wir denn beim letzten Mal? Wir waren hier vorne, glaube ich, ne? Ja, da waren wir. Da gehen wir jetzt auch wieder hin. Der steht ja schon so nah. Er geht in Deckung. Okay. Der Typ nervt mich mal richtig ab da. Was ist denn mit dir? So. Warnung. Weitere Feinde im Anmarsch. Okay. Diesmal scheint es besser zu laufen. Wie der Typ aber einfach auch mal abgeht da oben, ey. In Ordnung, den haben wir auch. Jetzt fängt der da oben gleich wieder an. So. Warnung,
Weitere Feinde im Anmarsch. Okay, da kommen nochmal welche. Es scheint besser zu laufen, meine Lieben. Der Typ ist jetzt auch unten. Boah, Alter, der geht aber auch böse ab, der Typ. Okay, jetzt haben wir. Alter, der Typ geht mir voll auf den Nerv. Oh. Kriegen wir den so? Wenn der knallt, Alter, kannst du es vergessen hier irgendwie. So, jetzt nur noch du und ich. Wow, Alter, der macht mich fertig, der Typ. Ich glaube, so kriegen wir ihn. Ich hoffe es auf jeden Fall. Komm, hör auf, sehr schön. Wie der alles durchlöchert. Was ein Typ, ey. Aber den kriegst du anders nicht. Das musst du wirklich so machen hier. Das ist... Okay, das war jetzt nicht so prickelnd, aber... Er hat immer wirklich nur die Feuerpause zwischendrin und den Typ irgendwie ein paar zu verpassen. Ich habe jetzt auch keinen Bock, schon wieder drauf zu gehen. So, beim nächsten Mal haben wir ihn. Oder? Hoffe ich mal. Ja, so kriegen wir. Ja! Yeah. Wir haben die Mediziner in Sicherheit gebracht. Candle und ihren Stab. Keine Verluste. Alter. Das war ein guter Anfang, Agent. Ich wünschte, ich hätte Ihnen den Rücken frei halten können, aber wir sind auch so ein gutes Team. Wenn Sie wieder in der Basis sind, reden wir mit Candle und sehen, was sie für uns tun kann. So wird's gemacht. Okay. So, da haben wir wieder ordentlich was eingesteckt. Mann, das war jetzt aber ein Act. Zweimal verreckt. Arsch. So. Wo müssen wir hin? Einmal nach da hinten. So, wow. Primärattribute. Waffenausdauer und Elektronik sind drei Primärattribute eines Agenten. Sie erhöhen jeweils Waffenschaden, Lebenspunkte und Fähigkeitspunkte. Okay. Ah, wir können uns noch spezialisieren, ne? Sie allein bestimmen Ihren Spielstil. Spielstil! Okay. Alles klar.
Wow. Ah, okay. Whee! Mal runter den Aufzugsschacht und hier den nächsten. Whee! Das ist ja cool. Und jetzt interagieren. Ah ja, in Ordnung. Wow. So, ich müsste hier mal kurz, meine Lieben, da müssen wir jetzt durch, einen schönen Screenshot machen. Das sieht doch geil aus hier. So, einmal Screenshot. Und dann gehen wir mal in die Basis, würde ich behaupten. Und schwätzen mal mit abgeschlossen. Mit Jessica Candle reden. Da ist also der Madison Square Garden. Okay. Überlegt, war mal Wahrzeichen von New York. Oder ist es Wahrzeichen von New York? Ist ja nicht so. Oder eins der Wahrzeichen. Ist ja nicht so, dass New York nicht mehr gibt. Okay. Basis ist Zustand. Das ist ja auch geil. Offline, offline, offline. Da machen wir jetzt das eine Mal wieder online. Würde ich behaupten. So, wo ist sie denn, die Jessie? Sie leisten gute Arbeit, aber lassen Sie jetzt nicht nach. Nein, alles ist cool. Ich sag Ihnen, Sie haben Glück, dass Sie nicht für diese Sarah-Leute arbeiten. Mit Jessica Candle reden. Na, wen haben wir denn da? Danke für Ihre Hilfe im Garten. Ich war ja schon früher in unfreundlichen Arbeitsumgebungen, aber wie es aussieht, kann man mit diesem Arbeitsplatz auch keinen Preis gewinnen. Antike Ausrüstung, kein Personal, draußen stehen die Patienten Schlange. Das wird einfach nicht reichen. Wir tun, was wir können, Dr. Candle. Jeden Vorschlag, den Sie haben, nehme ich gern entgegen. Ich weiß, Teufel, Fliegen und so weiter. Was zählt ist, dass wir das Virus besiegen, aber dazu müsste ich erst mal mehr darüber wissen. Das wäre ein guter Anfang. Sarah ist ziemlich sicher, dass ein Dr. Gordon Amherst etwas mit dem Ausbruch zu tun hatte. Ach Gott, das Arschloch. Ich habe ihn mal in der Columbia gehört, da gab es fast eine Schlägerei. Wenn er beteiligt ist, muss ich mit ihm reden. Alles, was Sie von ihm finden können. Notizen, Laptops, persönliche Freunde, ich brauche alles. Wir müssen über lebende Proben reden und Antikörper. Sie haben viel zu tun. Und Sie werden? Probleme lösen, Leben retten. Nun, wenn Sie entschuldigen, fange ich gleich an. In Ordnung, Einsatz abgeschlossen. Der medizinische Flügel ist online. Ausbauten können im Bereich medizinischer Flügel gekauft werden. Fertigkeit nicht zugewiesen. Ah, wir sind Stufe 5, meine Lieben. Das machen wir doch in der Folge. Wir können einmal Fertigkeiten dazu packen. Ich würde sagen, da nehmen wir Medizin, oder? Verschickt einen Sprühimpuls der Gegner und verbündet durch Maulen. Das wissen wir ja schon. Erste Hilfe. Ja. Mit L1. Okay. Dann haben wir das. Und dann würde ich sagen, schauen wir doch ins Inventar. Da wollte ich noch reingucken. Wir haben ja wieder viele, viele Sachen. Ah, es ist wieder eine Rekrutenmission. Die haben wir an. Allzweckweste. Können wir jetzt auch mal wirklich viel... Boah, das ist saustark. Was haben wir denn hier für eine Knarre? Schwarzmarktversion. Eine Uzi. Und noch eine. Und ein... Okay, was haben die denn, wenn wir... Die ist halt immer noch am besten, ne? Die M4. Nachladezeit ist zwar geringer, Präzision dafür aber auch. Also so eine würde ich gern behalten. Definitiv. Da können wir aber, glaube ich, unsere MP5 können wir... Navy-Version, die können wir definitiv verkloppen, glaube ich. So, haben wir noch einen Mod? Gibt's noch einen Mod?
Vertikaler Griff tatsächlich. Den nehmen wir dazu. Und die Mündung, da haben wir noch nichts. Optik, haben wir auch noch nichts. Und was ist das? Ja, auch noch nichts. Okay. Dann würde ich aber gern mal primär... Wo kriege ich denn meine... Hier. Man muss halt auch richtig schauen. Was haben wir denn hier noch? Eine M9 Militärversion. Ah, die haben wir jetzt hier, ne? Ne, die haben... Die wollen wir genau hier. Zack, neue Knarre. So sieht's aus. Mündung, haben wir noch nix. Unterlauf. Magazin. Oh, auch ein Schnelllademagazin. Ach nee, das können wir dann da abnehmen und hier reinpacken. Okay, in Ordnung. Okay, sehr schön. Rüstung, haben wir da noch was Neues? Ja, die hier, dann nehmen wir doch die. Und hier? Motorradschoner, Rekrutenschoner. Rüstung 18, Rüstung 16. Ja, dann nehmen wir doch die hier. Handschuhe. Keine Objekte. Was ist das denn? Holster, okay. Handschuhe. Ah. Warum habe ich denn die schützenden Handschuhe angezogen? Die haben den Rüstungsschutz. 6. Und hier haben wir noch einen Allzweckbeutel. Arbeitstasche. Okay. So, in Ordnung, meine Lieben. Dann haben wir das auch nochmal gemacht. Dann würde ich sagen, wir sehen uns zur nächsten Folge und dann gucken wir mal ein bisschen Sachen verkloppen und weiter geht's in dem Missionsgeschäft, meine Lieben. In diesem Sinne, bis dahin, euer Kalle. Ciao, ciao.